Hallo Leute, kommen wieder zurück zu einer neuen Folge bei mir Chaos am 13. Heute gibt's mal Teil 3 von Skin-Ideen. Lasst auf jeden Fall ein Like dabei. 10 Likes würde ich sagen. Mache ich auf jeden Fall Part 4. Und es gibt wirklich heute krasse Skins, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ihr merkt gerade, ich spiele gerade auf dem Handy. Nicht auf dem iPad wie immer, deswegen ist es auch so anders bisschen. Und ich habe ja auch gerade Sprout gezogen. So, der erste, Leute, Skin ist ein Spike-Skin. Und zwar ist richtig nice. Das ist der Acorn Spike. Ist jetzt nicht so eine gute Grafik, aber ich würde sagen, der Skin finde ich wirklich nice. Also, ich würde ihn dann für auch 30 Gems verkaufen. Also 30 Gems wären gut, fände ich. Na, ist eigentlich ja gut. 30. Ja, okay. Auf jeden Fall könnt ihr gerne in meinen Club joinen. Chaos am 13 Club. Aber wir machen dann auch gleich wieder weiter mit dem nächsten Skin. Ein Brock-Skin, der Boxer Brock. Ist jetzt nicht mein Favorite-Skin. Schreibt mal rein, wie ihr den findet. Oder vielleicht, wenn ein abstimmen. Ida ist dann... Könnt ihr abstimmen? So. Die haben wir jetzt easy. Also Boxer Brock ist jetzt wirklich nicht mein Favorite Skin. Ich würde sagen, er würde so 60 Gems kosten. Oder ja, auch wieder 30. Ich finde es nicht so geil. Dann haben wir einen Boxer Skin. Der Boxer Skin ist viel, viel besser. Also El Torero. Ich finde, ja, wir können, er könnte mal reinkommen. Weiß nicht, ob er reinkommen könnte oder nicht. Aber es ist okay. Es ist nicht mein Favorite Skin. Also heute habe ich nicht meine Favorite Skins. Für LOL, wie ist er gerade gestorben? Ich würde sagen, er würde 80 Gems kosten. Ja, 80 Gems ist ein guter Preis. Würde ich sagen. Und ja, dann machen wir gleich weiter. Leute, der nächste Skin ist ein Baby-Skin. Es ist ein Baby-Skin, der nächste Skin. Der erinnert mich so mit der Maske, die er hat auf Drift von Fortnite. Ich werde ihn gleich einblenden. Wartet mal kurz. So, ich blende ihn jetzt hier ein. Und dann seht ihr... Hey, also, was? Ja, so sieht er auf jeden Fall aus. Kitsunribi heißt die. Ich weiß, es sieht man den Namen nicht, aber egal. Ihr seht ja den Skin. Und diese Maske da am Haar, das sieht so aus wie die Driftmaske von Fortnite. Ach nee, so eine Katzenmaske, nicht von... Egal, vergiss das einfach, Leute. Und... Ja. Das ist der Baby-Skin. Er hat... Seinen Schläger finde ich nice. Seht ihr, Leute? Der hat so... Das ist so eher so eine Katzen-Skin. Oder? Oder... Keine Ahnung, wie man es nennt, aber... Ich würde ihn auch für 80 Gems, glaube ich. Wäre ein guter Preis. Oder ich weiß nicht, 80. Ja, wir können da mal auch mit Sprout Brawlball ausprobieren, weil er kann dann so eine Wand beim Tor machen. So. Okay, der nächste Skin, Leute. Ich schwöre, den finde ich so nice. Also, den finde ich wirklich nice. Und das ist ein Rico-Skin. Okay. Ein Rico-Skin, aber der wirklich krass ist. Und zwar ist es der Aquarium-Rico. Oha. Schaut euch den an. Der ist übelst nice. Also, er hat so ein Aquarium. Ja, der sieht ganz gut aus, finde ich. Mit so einem Aquarium. Krass einfach. Ich würde ihn für 120 geben, oder? 120 Gems.
Ich würde die mir wahrscheinlich nicht kaufen können danach, aber ja, lass jetzt Brawl Ball spielen. Ah, 120 Gems. Oder ich würde sagen 80 Gems, Leute. 80 Gems. 80 Gems hier. Dann machen wir direkt weiter. Und zwar machen wir weiter wieder mit einem Rico-Skin. Aber der jetzt auch richtig cool ist, sag ich euch. Jetzt habe ich hier eine Wand gebaut, dann können die jetzt nicht reinschießen. Hö, der hat es kaputt gemacht. Come on. Ach nein, nein, wir haben verloren. Schade. So, ich blende euch mal den Automat Rico. So. Hier ist er. Oh, falsches Bild. Oh nein, 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 nein. Ja. Wartet mal kurz. So. Okay, der Automat oder der ATM Rico. Hier ist er. Ich sag euch ganz ehrlich, ich finde, er könnte auch 80 Gems kosten. Mit der Brille da, so habe ich das gerade bemerkt. Ja, ist halt nicht viel besser als Aquarium Rico. Aber ist auf jeden Fall, geht eigentlich. Die finde ich auch nicht der beste Skin. Ist mal ganz ehrlich, aber ja, könnte man mal machen. So. Ja, ich finde es ganz okay. Eigentlich ganz okay. So, der nächste Skin ist ein Sprout-Skin, Leute. Der, ich finde, er ist richtig nice. Ich zeige ihn euch mal schnell. So sieht er aus. So. Das ist der Sprout Skin. Chicken Sprout heißt der. Ich finde den so nice. Also wirklich, ich finde den übelst nice, den Chicken Sprout. Ich finde es auch. Oh, schade, jetzt haben wir verloren. Ich finde es auch geil, wenn er reingekommen wäre. Weil. Oh, Chicken Sprout, Leute, das ist mein normaler Sprout. Und da ist einfach Chicken Sprout. Der ist voll geil. Okay. Ich würde ihn für 30 Gems aber trotzdem noch verkaufen. Er hat krasse Änderungen, hat er jetzt auch nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Skin. Ich würde sagen, der Skin hier gefällt mir wirklich, aber also es ist ein Daryl Skin. Und zwar, es ist der Slot Machine Daryl. Seht selbst, Leute. So sieht er aus. Ich habe ihn jetzt komplett eingeblendet. Und ja, ich finde wirklich, er ist cool. Ich, wenn er reinkommt, dann dreht sich das so unten. Also die Slotmaschine. Ja, ich würde sagen, er wird so 60 kosten. Er ist auch so Gold. Ja. 60 wären ein guter Preis, glaube ich. So, leider bin ich hier jetzt gestorben. Leute, dann kommen wir zum vorletzten Skin. Und dann zu meinem Favorite Skin. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich finde, der hier ist auch ganz witzig. Es ist ein Dynamite Skin. Wieder mal ein Dynamite Skin. Und es ist der Explorer Dynamite. Ich finde es ganz witzig eigentlich. Mit so einem Affen beim Hut und ja. Also, wenn der reinkommt, ist schon geil. Also er ist ein Explorer. Na. Mal schauen, ob er reinkommt. Aber Supercell, wenn ihr dieses Video seht, ich weiß, ihr seht das Video nicht, aber falls ja, dann würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Skin reinbringt. Für 60 Gems. 60 Gems. Okay. Der letzte Skin, Leute. Der beste Skin ist ein Crow Skin. Und zwar ist es der Peace Cook Crow. Oha, ich finde es so nice.
gemacht. Ich würde ihn für... Ich würde ihn für 10.000 Star-Punkte. Das heißt ja Star-Punkte, oder? Bieten und... Hört ihr das gerade draußen? Im Flugzeug. 10.000 Star-Punkte. Wäre auch gut, finde ich. Und er ist wirklich nah. Schaut euch an. Oha. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Abo da und ein Like. Bei 10 Likes kommt Part. Kommt gerne noch ein Club rein. Und er wollte jetzt gerade ein Video auch mit mir aufnehmen. Warte mal kurz. Habe gerade selbst schon aufgenommen. So, dann war es mit dem Video. Kommt in meinen Club und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.